Was geht ab, meine OZ-Fighter, Oserie, und heute auf der globalen Version gab es einen Data-Download. Dementsprechend wurden die neuen Charaktere rund um Transforming Vegeta hinzugefügt. Heißt, wir haben nun alle Informationen mit der SA, die Link-Skills, die sehr, sehr wichtig sind. Und so also fort, Freunde. Das Ganze wird auf der globalen Version erscheinen am Montag, 18. März um 7:30 Uhr. Unsere Zeit ist aktuell gesetzt, Freunde. Schaut an die BZSpace, an Gresh, an die ganzen Jungs, die beteiligt sind. Die ganzen Links werde ich in die Beschreibung setzen. Auf die japanische Version kam heute schon ein Teaser rein für das Dokkan-Event von Transforming Vegeta. Normalerweise kommt ihr danach dann, nach zwei Tagen, nachdem so ein Teaser released wurde, erscheint ihr das Ganze. Ich denke aber trotzdem, dass auf der japanischen Version das auch am Montag erscheinen wird, zum 18. März, zu unserer Zeit auch morgens dann. Heißt, für Global haben wir den 18. März Release-Date von dem Transforming Vegeta. Montag, 7:30 Uhr, wie gesagt, und JP rechnen. Also wir haben in JP noch keinen Data-Download, die ganzen Infos sind auf der globalen Version, eher schon in den Daten, aber JP rechne ich dann auch quasi, dass es dann Montag der Fall sein wird, wenn nicht seit frühestens Sonntag. Jedenfalls haben wir dann noch etwas weiteres für JP, nämlich ein Story-Event von diesem Copy Vegeta Next einfach mal wird hinzugefügt. Da wird es diesen Free-to-Play Vegeta zu Farm geben, aber auch ein Free-to-Play Super Saiyan 3 Gotenks. Für die japanische Version in Global wurde er nicht in den Daten hinzugefügt, deswegen gehe ich stark davon aus, dass das nur für JP kommen wird. Genau, außerhalb davon, wie gesagt, Vegeta ist in den globalen Daten. Wir gucken jetzt gleich alle Informationen zu den ganzen Charakteren an. Zudem wurde auch die Vegetas Family Kategorie vorgezogen auf der globalen Version. Grund dafür ist, könnte sein, gehe ich stark davon aus, wir haben ja gestern im Video angesehen, dass der Future Trunks und Future Vegeta, die bekommen ja ihr EZA, und ich denke hier der einmal und der Trunks hier, also die Galaxy-Gon, Vater-Sohn Galaxy-Gon, sage ich mal, Charaktere, und ich denke, dieses EZA wird auch vorgezogen, aber ich glaube, dass es nicht direkt am Montag erscheint. Und hier schon an den Boy Lenny hier an der Stelle, wir haben hier das Artwork zu dem Vegeta, Freunde. Super Saiyan Artwork sieht wirklich sehr clean aus. Super Vegeta sieht ein bisschen komisch aus. Ich finde, also die Perspektive ist ein bisschen komisch, so frontal und irgendwie übel gebufft. Super Saiyan 2 sieht geil aus. Gott sieht richtig göttlich aus, haha. Und Vegeta Blue, finde ich, sieht auch sehr, sehr gut aus, Freunde. Wir gucken uns mal die ganzen Details zu den Charakteren an. Das sind die Charaktere, die erscheinen werden. Zum einen haben wir hier diesen Sumble SSR physisch Vegeta, das wird der Vegeta sein, der dann quasi mit den neuen 70 Medaillen aus seinem Dokument erwakebar sein wird zu dem Super Saiyan Vegeta. Kurze Anmerkung, der Boy hat gar nicht mal so schlechte Linkskills, er hat hier Shocking Speed und Prepare for Battle, verliert aber dann leider Shocking Speed, wenn er zum Super Saiyan Vegeta wird, wenn wir ihn awaken. Eine Sache außen vorweg, seine Stats sind sehr, sehr gut und sehr hoch. Ich dachte eher, sie geben wenig Angriff, weil bei vielen Vegetas war das der Fall. Bei ihm nicht. Der ist wirklich auf Angriff gesetzt, Freunde. Er hat 17.000 Angriff, wenn er auf 100% ist. Jedenfalls hat er wirklich sehr, sehr hohen Angriffsset. Das finde ich sehr gut auf jeden Fall. Jedenfalls, er gibt durch den Niederskill Pure Saiyans Kategorie Ki plus 3 HP Attack und F 150% oder Super Class verbündeten Ki plus 3 HP Attack und F 100%. Bei vielen kam dieses Pure Saiyans folgendermaßen an: Ja, es gibt doch schon Pure Saiyans Leader und so, Evo geht da tralala. Das stimmt schon, aber Evo gibt auf den Angriff nur 130% und das macht schon was aus. Wenn ich das Ganze mal ganz kurz vergleichen darf oder nennen darf: Beispielsweise LR Super Saiyan 4 Vegeta und LR Super Saiyan 4 Goku in dem Shadow Drank Team haben die 150% und die Rotation ist übertrieben gut. In den Pure Saiyans mit 130% Double merkst du schon, dass das nicht rankommt an Shadow Drank Team. Aber jetzt hatten die Pure Saiyans diesen Leader Skill bekommen, Ki plus 3, 150%. Heißt, jetzt an dem Beispiel von vierfachen Vegeta und Goku, die alle in der Rotation kann man noch Thales mit reinklatschen unter den Leader Skill von Vegeta. Und ein Thales Charakter gibt es in den Shadow Drank zum Beispiel nicht, aber in den Pure Saiyans. Und die Pure Saiyans Kategorie ist sowas von facettenreich, dass die so einen guten Boost bekommen haben. Dieses Team wird wirklich in den Top 5 Teams mitspielen, sage ich mal. Die werden nicht nur vom Schaden her, von der Defensive, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Team. Außerhalb davon wird man diesen Vegeta, schaut ihn euch an, diesen Vegeta wird man in eine Rotation lassen mit einem seiner besten Partner. Und diese Rotation wird von den Linkskills her an sich, von der Synergie her, eines der besten Rotationen. Welche das sein wird, gucken wir uns gleich an. Das ist in Super Vegeta, Freunde, den ihr gleich sehen werdet. Jedenfalls, in dieser Form erhöht er durch die Super Attack, macht Big Bang Attack, die ganzen Super Attacks werden wir uns gleich auch noch ansehen, die Animation. Er erhöht seine Verteidigung, macht immense Damage. Passive Skill, Attack mit 80% zusätzlich für jeden Key, den er einsammelt, 6% drauf. Transformiert sich, wenn die Bedingungen stimmen, jede Runde, in der er reinkommt, transformiert er sich. Einem ist vielleicht schon angefallen, den einen oder anderen,
Er erhöht nur seine Verteidigung. Goku und Freezer erhöhen ja mit jeder Essay Angriff und Verteidigung. Finde ich das schlecht? Nein. Wisst ihr warum? Denn Goku und Freezer tun ihnen. Jedes Mal, wenn sie sich transformieren, verlieren sie Verteidigung. Sie starten mit Attack mit 80% und verlieren das. Und im Endeffekt haben die dann nur 120% Angriff. Goku hat seine Damage Reduction, Freezer ein Heal. Aber Vegeta, der behält seinen Angriff und Verteidigung. Und zusätzlich dazu bekommt er pro Orb noch einen Angriff-Boost. Heißt, das kompensiert sich. Und meiner Meinung nach ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Passive. Das Gute an diesem Vegeta sind seine verdammten Link-Skills. Er hat wirklich sehr, sehr gute Link-Skills für einen Vegeta, weil in den Teams, in denen er vertreten ist, kann er durch seine Link-Skills vor allem alle anderen Vegeta-Charaktere sehr gut, beziehungsweise linkt er sich mit denen sehr gut. Warum? Denn viele Vegetas klassische Link-Skills angeflinkt sind, jetzt abgesehen von Super Saiyan Prodigies und Saiyan Pride. Er ist einer der wenigen, der beides hat. Er hat zum einen Prodigies und Saiyan Pride. Und andere Vegeta haben entweder oder. Und mit denen linkt er sich wirklich sehr, sehr gut. Und in Sachen Link-Skill ist er übertrieben gut gemacht. Und das freut mich sehr. Golden Warrior hat er. Prodigies, Super Saiyan, Royal Lineage, Saiyan Pride, Prepared for Battle und Fierce Battle. Und das Geile ist quasi, er verliert diese Link-Skills nicht, wenn er Super Vegeta wird. Und wenn er zu Super Saiyan 2 wird, verliert er sie auch nicht. Das gucken wir uns gleich an. SA bleibt gleich. Die Animation gucken wir uns gleich an. Wie gesagt, Attack Manöver geht auf 90% hoch. Pro Rainbow Orb auf 7%, Link-Skill bleiben gleich, wie gesagt, und dann gehen wir gleich rüber und gucken seine weiteren Formen an, weil auf DBZ Space kann man das nicht machen, aber ein anderer Boy hat das veröffentlicht, da gucken wir uns die Link-Skills gleich an. Jedenfalls, die nächste Transformation wäre Super Saiyan 2 und in Super Saiyan 2 behält er diese ganzen Link-Skills ebenso. Und das Gestörte ist, dieser Vegeta hier, der teilt sich jeden verdammten Link-Skills von der ersten bis zur dritten Transformation, heißt diese Rotation mit dem Vegeta, Super Vegeta und der neue Vegeta, die Rotation wird wirklich sehr, sehr gut. 6 von 6 Link-Skills werden hier geteilt. Wir haben hier Super Saiyan Fierce Battle. Wir haben Saiyan Pride. Wir haben Prodigies. Was ist da los? Prepare for Battle Royal Lineage Golden Warrior. Was ist... Diese Rotation wird übertrieben gut, Freunde. Und dieser Super Vegeta ist auch übertrieben gut. Sammel wird folgendermaßen sein. Vegeta Base Form. Dann braucht man 35 Medaillen, um ihn zu awaken zu einem Super Vegeta. Und ihr habt es gemerkt. Wir haben hier zweimal Base Form Vegeta. Aktuell auf Global könnt ihr von der Prime Battle Stage auf Stage 1 einen Base Form Vegeta droppen. Heißt, ihr könnt schon mal seine SA vorfarmen. Natürlich kann man, wäre es, also eine bessere farmbare SA wäre aus dem Dragon Ball Super Broly Story Event. Aber die sind leider offline und mit den Schlüsseln kann man sie auch nicht spielen, weil sie erst kürzlich online waren. Heißt, aktuell auf Global könnt ihr quasi neue farmbare SA für einen Base Form Vegeta farmen aus Stage 1 des Prime Battle Events von dem LR Vegeta. Dieser Super Vegeta, bevor wir uns den Transforming Vegeta gleich näher ansehen, folgendermaßen: In Charakteren gibt er Ki plus 3, HP Angriff 90%, by the way, sein Artwork ist richtig cool. Super Attack folgendermaßen: Erhöht seinen Angriff stark für eine Runde und macht Supreme Damage. Passive Attack mit 80% und je höher die HP sind, desto höher wird sein zusätzlicher Boost. Dieser zusätzliche Boost ist weitere Attack mit 120%. Die Karte ist richtig gut. Und dann kann er quasi garantiert kritisch treffen, wenn er gegen Android-Charaktere kämpft. Und Link-Skills sind genau exakt gleich wie der Vegeta Transform Vegeta von Transformation 1 bis 3. Und das ist das Gestörte, weil diese Transformation 1 bis 3 wird man häufig sehen. Und wenn man die Zeit in der Rotation hält und in anderen zum Beispiel LR Super Saiyan 4 Vegeta und LR Super Saiyan 4 Goku oder auf Global LR Majin Vegeta und LR 3 V Goku und dann hat man Charaktere drin, die man rein rostet, auf jeden Fall Thales, wenn man nimmt als Support-Charakter und unterschätzt den Zeiten, die das Skill nicht. Manch einer denkt, ja toll, Super Class, Keep Ultra, tralala, die Pure Saiyans, die regeln das eh. Nein, weil neben Thales kann man noch einen weiteren guten Support-Charakter reinhauen, nämlich Buddha, also Vegetas Tochter, denn die hat selbe Pass wie Thales, Ki plus 3, Attack plus 40% für jeden. Auf Global hat sie noch nicht ihr Awakening, glaube ich, sollte aber demnächst hinzugefügt werden. Genau, und jetzt, wie gesagt, Shoutout an den Boy hier, der hat die weiteren Link-Skills veröffentlicht von dem Vegeta. In Super Saiyan 2 Transformation sieht das folgendermaßen aus, wie gesagt, ich hätte dann Attack mit 100%, 8% pro Ki, den er einsammelt. Die Links jetzt sind gleich. Katurin ist er vertreten. Pure Saiyans, Full Power, Realm of Gods, Transformation Moves und Logo dann Vegeta's Family, wenn er reinkommt. Oder wenn die Katurin zugefügt wird. Die Sache ist folgendes, Freunde. Er ist nicht in Movie Heroes. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er in Movie Heroes sein wird wegen der Gottform. Weil die Gottform war eigentlich nur, man hat es im Film gesehen, auch im Manga logischerweise. Aber die können mir jetzt nicht verzeihen, dass er nicht in Movie Heroes ist, weil sie die Animation, das Artwork von der Manga-Version geholt haben. Das würde ich nicht glauben. Aber in Dokkan ist eh ein bisschen komisch mit den ganzen Kategorien. Manche Charaktere sollten in der Kategorie sein, sind sie aber nicht. Beispielsweise Freezer ist ein Movie-Boss, obwohl seine erste Animation, also Transforming Freezer, aus dem Anime ist. Oder der Goku,
der Goku Blue zum Beispiel, der ist nicht in Movie Heroes, obwohl er auf jeden Fall eine Berechtigung hätte, also der Transforming Goku. Ich glaube, sie haben ihn nicht in Movie Heroes gepackt, damit, weil der Goku auch nicht im Endeffekt in Movie Heroes war. Ich kann es verstehen, aber dennoch, seine Kartons sind echt gut. In der Stufe, was ändert sich? Attack on F 110% und pro Rainbow, nicht Rainbow, sorry, pro Orb, egal welche Orb, den er einsammelt, bekommt er 9% auf den Angriff dazu. Wir bekommen hier an der Stelle Godly Power für Same Price, sind 15% auf den Angriff. Wir bekommen Warrior Gods hinzu, sind 10% auf den Angriff. Wir verlieren für diese Runde Prepare for Battle, er bekommt Over the Flash, aber die Runde drauf, dann in der letzten Transformation bekommt er wieder Prepare for Battle, er behält Godly Power und Warrior Gods und die letzte Stufe ist so oder so gestört. Und, oh mein Gott, das sehe ich gerade zum ersten Mal. In der letzten Stufe ändert sich auch sein Esse-Effekt. Er erhöht seinen Angriff stark für eine Runde. Alle machen so oder so immense Damage, aber davor hat er seine Verteidigung die ganze Zeit erhöht. Und hier in der letzten Runde erhöht er seinen Angriff stark für eine Runde. Und hat der Attack mit 120% pro Orb, den er einsammelt, bekommt er 10% auf den Angriff drauf. Ändert einmalig das komplette Feld in physisch Orb. Heißt, der wird in dieser Runde krassen Schaden machen. Natürlich wird das selten vorkommen, dass man diese Form sieht. Aber das Gestörte an den Vegeta ist von der Transformation 1 bis 3 ist er wirklich ein sehr, sehr guter Charakter. Vor allem mit Super Vegeta. Aber ich beschränke jetzt nur nicht auf die Rotation mit Super Vegeta. Dank seinen Link-Skills von Transformation 1 bis 3 kann man ihn mit anderen Charakteren auf jeden Fall auch sehr gut in der Rotation spielen. Also mit einem LR Broly und so, das geht auf jeden Fall. Oder mit dem Physisch Broly. Hätte ja auch Prodigies. Genau, Freunde, gucken wir uns am Ende noch die ganzen Essays an. Das ist die erste Essay. Ich glaube, ich habe ein bisschen länger geredet, als eigentlich wollte zu dem Thema. Aber es gibt wirklich sehr viel zu sagen, denn sowas macht übertrieben viel aus, wenn man die Stats hat, wenn man die Linkskills hat und so fort. Und dieser Vegeta ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Charakter, Freunde. Zu der Frage, ich habe es jetzt leider am Ende des Videos gesagt, sollte man für ihn sammeln? Da muss ich trotzdem noch das Banner-Inhalt wissen, Freunde. Dazu kann ich euch noch nichts sagen. Da sprechen wir uns dann auf jeden Fall, wenn wir wissen, wie das Banner-Inhalt aussieht. Moment. Aber ich sag mal Folgendes. Wenn ihr vorhabt, im vierjährigen Jubiläum sowohl für vierfachen Goku LR als auch für vierfachen LR Vegeta zu sammeln, dann ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn ihr ihn als Leader habt. Wenn ihr schon Evo Vegeta als ein Pure Saints Leader habt und euch sagt, ey, ich habe schon einen Pure Saints Leader, ich müsste nicht unbedingt einen neuen haben, dann müsst ihr nicht unbedingt für ihn sammeln, nur weil ihr einen Pure Saints Leader braucht. Aber beschränkt ihn nicht nur darauf, dass ein Pure Saints Leader ist. Er ist eine sehr, sehr gute Karte, Freunde. In Linkskills, in dem, was er drauf hat, ist er wirklich ein sehr guter Charakter. Aber wie gesagt, und dann ja zu der Frage, ob ihr dann... Also guck mal, ich sag euch Folgendes. Wenn ihr macht nicht verkehrt, ihr macht wirklich nichts verkehrt. Sei es jetzt, wenn ihr einen Pure Saints Leader wollt oder nicht und hier dann quasi im Endeffekt sammelt und ihn zieht. Da macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr dafür vorsorgt, dass ihr ihn als Leader habt, dann für LR4 Farben Goku und LR4 Farben Vegeta. Also ihr könnt dann jetzt sammeln und bis Juli sparen für die LR, sag ich mal. Wenn ihr aber sagt, ey, ich will aber auch vielleicht gerne Goku Black haben, das ist ein anderes Thema. Da muss dann wirklich auf das Banner-Inhalt gucken und sagen, ey, geht ihr lieber hier rein wegen dem Banner-Inhalt oder in Goku Black, weil Goku Blacks Banner-Inhalt auf JP war wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik, Freunde. Wenn wir dann im Endeffekt wissen, wie das Banner aussieht, dann werde ich auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen. Ich hoffe, das ganze Video hat euch dementsprechend bis jetzt schon gefallen. Oder wir sind am Ende, besser gesagt. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und lasst mich auf jeden Fall wissen, was haltet ihr jetzt von dem Vegeta. Weil jetzt mit den Links etc. ist er wirklich, der ist godlike. Der ist wirklich ein sehr guter Charakter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.